Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier bei Gamersgear. Und heute, so wie es der Titel schon sagt, geht es darum, wie zerlege ich denn meinen Gaming-PC richtig? Wie baue ich alles auseinander, um dann die Komponenten wieder in ein neues Gehäuse einzubauen? Und da gibt es einige Schritte, die man beachten muss. Und ich möchte euch so meine persönliche Erfahrung mitteilen, wie ich das immer mache, wie meine Schritte, meine Vorgehensweise ist. Und da hoffe ich, ihr könnt das so auf eure Sachen anwenden. Als allererstes müssen wir natürlich klären, was brauchen wir alles dazu, um den PC sozusagen auseinanderzubauen. Und da müssen wir gucken, Schritt 1 ist natürlich, wir müssen uns erden. Nicht, dass wir irgendwie elektrisch aufgeladen sind und dadurch die elektrischen Bauteile wie Mainboard und so weiter beschädigen. Das heißt, es gibt ja solche Erdungsarmbänder, aber wer das nicht zu Hause hat, gibt es einfach einen ganz leichten Schritt. Man muss einfach nur die Heizung anfassen und schon kann es losgehen. Weiterhin brauchen wir auf jeden Fall solche Schraubendreher hier. Ich habe einen Kreuzschraubendreher und nochmal so einen ganz kleinen Schlitzschraubendreher ist für die M2-SSD natürlich sehr, sehr wichtig. Ansonsten mehr braucht man nicht und da können wir eigentlich schon mal anfangen, den PC auseinanderzubauen. Um auch sicher zu gehen, wenn ihr den PC gerade vom Strom getrennt habt, dass nichts mehr irgendwo geladen ist, dann reicht es, wenn ihr hier den On- oder also den An-Knopf mehrmals betätigt oder hinten am Netzteil mal an- und ausschaltet, so dass sich das alles komplett entlädt. Was mir persönlich immer der wichtigste Schritt oder ein wichtiger Schritt ist, wir möchten das Mainboard so frei wie möglich halten. Bedeutet, wir müssen uns von der Grafikkarte verabschieden und wollen alles so freiräumen, dass wir auch mit den Händen ganz gut hinkommen. Und da würde ich sagen, bauen wir jetzt als allererstes mal die Grafikkarte aus. Als allererstes werden wir hier die Stromverbindung trennen, so dass die Grafikkarte nicht mehr verkabelt ist. Und dann als nächstes schrauben wir hinten die kleinen Schrauben raus, die an den PCI-Steckplätzen sind, die die Grafikkarte in Form halten, also unterstützen. Weil wenn der PC steht, ist die Grafikkarte natürlich immer ein bisschen schwer. Und da kann es passieren, dass die sich nach unten neigt und mit diesen Schrauben verhindert man das so ein bisschen. Ist natürlich auch, wenn man jetzt hier Stecker raus und rein steckt, dass sich die Grafikkarte im Steckplatz hin nicht so doll bewegt. So, wenn die Steckplätze jetzt hier frei liegen, kann man im Prinzip hier vorne an der Nase auf dem Mainboard hat man bei dem PCI-Slot meistens so einen kleinen Clip, den drückt man einfach nach hinten, so löst sich die Grafikkarte und schon können wir sie rausziehen. Und wie ihr seht, habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, mehr am Mainboard zu arbeiten. Was natürlich auch wichtig ist, dass ihr einen Untergrund habt, der jetzt nicht rein Tisch ist, sondern vielleicht legt ihr euch mal eine Pappe hin oder so wie ich hier eine komplette Deskmat, um die Komponenten draufzulegen, damit hier auch keine Kontakte und so weiter beschädigt werden. Als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass alle Steckverbindungen getrennt werden, denn wir wollen ja im Endeffekt dann das Mainboard vom Gehäuse entfernen. Und da fangen wir mal an mit dem 24-Pin Stromversorger hier. Der geht immer ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht das komplette Mainboard rausreißt. Zack, Nummer 1, dann hier oben der 4-Pin bzw. 8-Pin, die 8-Pin Stromversorgung. Kommt immer drauf an, es gibt Mainboards, da braucht man nur 4. Dann gibt es aber auch Mainboards, da müssen wir alle 8 Pins sozusagen verbauen. Und dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr schon mal versuchen, hier die Kabel nach hinten hin durchzuziehen. Ist aber eine kleine Fummelei, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, damit ihr auch nichts anderes abreißt. Ich werde auf jeden Fall den Arbeitsspeicher, den CPU-Kühler und auch die M2-SSD jetzt erstmal auf dem Mainboard drauf lassen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt abbauen, weil ich die gleichen Komponenten wieder ins neue Gehäuse einbauen kann. Und die stören mich beim Ein- oder beim Ausbau eben nicht. Und es ist einfach Quatsch, die dann wieder abzunehmen. Es sei denn, ihr wollt halt andere Komponenten verwenden, anderen RAM, anderen CPU und so weiter, dann müsst ihr das natürlich auseinanderbauen. Und dann werden wir hier vom Gehäuse bzw. vom Mainboard die restlichen Steckplätze vorsichtig abziehen, so dass wir im Prinzip das Mainboard auch freilegen. Ah,
Ja, vergesst auch nicht die ganzen Lüfteranschlüsse hier. Das wird immer gern vergessen. Und dann habe ich hier soweit alles vom Mainboard getrennt. Jetzt muss man natürlich den PC umdrehen, denn die ganzen Kabel, die verlaufen hier auf der Rückseite. Und da gibt es eine Faustformel. Was heißt eine Faustformel? Also im Prinzip werden wir jetzt alles abziehen, was irgendwie eine Verbindung darstellt, ne? Was irgendwie ins Gehäuse reinragt. Ne? Haben wir hier zum Beispiel die Pumpe. Da müssen wir hier ein bisschen gucken, dass wir wirklich alles auch trennen. Und das ist eine kleine Fummelarbeit. Das dauert einen kleinen Moment. Und wenn ihr euch dann sicher seid, dass ihr im Prinzip alles voneinander getrennt habt, könnt ihr damit auch schon beginnen, die Kabel von vorn nach hinten durchzuziehen. Das ist jetzt hier zum Beispiel, wollen wir das Kabel oder die Kabel von unserem CPU-Kühler wegziehen. Wir haben hier noch, hier oben noch Kabel vom Gehäuselüfter und so weiter. Das muss man ganz vorsichtig hier nach außen ziehen. Nee, sogar andersrum. Das ist mein Fehler, weil wir müssen ja den Lüfter dann auch ausbauen. Denn da müsst ihr auch gucken, wenn der Lüfter so ein bisschen aufs Mainboard raufragt, kann er ein paar Schrauben verdecken. Bedeutet natürlich dann für euch, ihr kommt nicht so gut ran, um das Mainboard auseinanderzubauen. So, dann legen wir das jetzt nach vorne. Dann haben wir hier die Stromversorgung, die wir nach hinten rausziehen. Denn das Netzteil bauen wir nach hinten hintenrum aus, ne? Ganz wichtig. Und ansonsten, der Rest hier gehört alles zum Mainboard. Beziehungsweise, das ist hier vom Radiator. Das sind die ganzen Lüfter. Und dann, wenn ich mir das hier mal so angucke, sind wir eigentlich schon so weit bereit, das Mainboard auszubauen. Jetzt habt ihr natürlich aber auch die Möglichkeit, als allererstes, wenn euch das, ne, wenn euch das jetzt zu schwer ist, könnt ihr als allererstes den Radiator abbauen. Wer natürlich eine Wasserkühlung hat, ne, wer nicht, dem da fällt es weg. Oder hinten den Gehäuselüfter. Aber wenn ich mir das hier so mal angucke, ich werde wahrscheinlich relativ easy an die Schrauben rankommen und könnte das auseinanderbauen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Das Beste ist, wenn ihr jetzt den PC auf den Rücken legt, damit ihr auch die Schrauben dann ordentlich entfernen könnt und auch wiederfindet. Nicht, dass die irgendwo in irgendeine Ritze vom Gehäuse rutschen und ihr findet die dann nicht mehr. Das ist immer eine kleine Fummelei, weil ihr habt ja jetzt hinten den kompletten Kabelsalat. Da müsst ihr eigentlich einfach vorsichtig sein und ganz vorsichtig hinlegen, damit auch kein Kabel irgendwie einen Kabelbruch erleidet. So, ich hoffe, ihr könnt das auch schön erkennen. Also wir haben jetzt hier diese verschiedenen kleinen Schrauben vom Mainboard. Die will ich jetzt mal lösen und die werden wir uns auch beiseite legen. So, und ich denke, ich habe jetzt im Prinzip alle Schrauben entfernt und möchte mal probieren, ob ich das Mainboard jetzt hier vorsichtig ausbauen kann. Und ja, es ist alles so, wie ich das möchte. Dann lege ich das hier mal so ein bisschen beiseite. Ist natürlich mit den Tubes hier relativ schwierig, aber es funktioniert und es ist soweit hier ausgebaut. Sensationell. Dann werde ich mich jetzt mal um den Radiator kümmern. Das ist ja im Prinzip nicht, nicht gang und gäbe. Es gibt auch viele, die noch Luftkühlung haben. Und wenn der ausgebaut ist, das sind auch ein paar Schrauben, die ich hier vorne im Gehäuse mit verschraubt habe, dann zeige ich euch noch, wie wir das Netzteil entfernen. Und dann sind wir eigentlich schon soweit fertig. So, ich habe jetzt hier alles schön säuberlich zur Seite gelegt. Und jetzt wollen wir noch das Netzteil ausbauen. Und dann haben wir hinten am Gehäuse, haben wir hier noch ein paar Schrauben vom Netzteil, die wir einfach abschrauben, um es aus dem vom Gehäuse eben zu lösen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch mit kleinen Bechern so die Schrauben zu trennen, damit ihr wisst, welche Schrauben wohin gehören. Für diejenigen, die das erste Mal einen PC auseinanderbauen, ist das vielleicht ganz hilfreich. So, und dann haben wir das hier gelöst, ziehen es zur Seite raus, zack, und schon ist es fertig. Und wenn ich hier mal so den PC umdrehe, haben wir alle unsere Komponenten auseinandergebaut und wir sind fertig.
Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Wenn Fragen sind, schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr bereit, gern bereit, euch zu helfen. Der PC ist jetzt ausgeschlachtet. Die Komponenten sind jetzt hier auf meinem Tisch. Da werde ich hier noch ein bisschen Ordnung machen. Und dann geht es natürlich ans nächste Video. Und zwar, wie man den Gaming-PC dann richtig zusammenbaut. Freut euch auf das Video, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, damit ihr das Video und auch weitere Videos nicht verpasst. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Zeit, viel Spaß beim Basteln und bis demnächst.